Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 4. Ich habe mal wieder in der Zwischenzeit alles verkauft, habe die nette Piper dabei, ne? Piper? Und wir wollten jetzt in Richtung Süden weitergehen, hier den restlichen Teil vor dem Fluss so langsam mal erkunden. Aber so wirklich ganz langsam, weil das werden wir diese Aufnahmesession garantiert nicht mehr schaffen. Und es ist ja auch nicht Not am Mann, dass wir das jetzt unbedingt schaffen müssen. Kommt mir bekannt vor. Ach, hier hätten wir doch Ada gefunden, ne? Das sind ihre toten Begleiter. Was hast du vor? Naja, komm, lassen wir die im Frieden ruhen. Wir gehen mal weiter. Wen haben wir denn da hinten? Einen wilden Ghoul. Okay, es bleibt aber bestimmt nicht nur ein wilder Ghoul, oder? Ah, in der Kirche sind bestimmt noch mehr. Ich hab's doch gewusst. Du hast echt wacker geschlagen, Blue. Wir sind nicht allein, Blue. Wäre es doch gar nicht erst so weit gekommen. Na gut, das hätten wir hinbekommen. Das war ja nur halb so schlimm. Oh, die Vase nehmen wir mal mit. Dann gehen wir mal nach oben. Ach, da kommen wir gar nicht hin. Na gut, dann hat sich das ja hier schon erledigt. Dann gehen wir direkt wieder runter. Wir hören wieder Schüsse in der Ferne. Die Lampe können wir nicht mitnehmen. Seife. Hier ist doch dieses komische DTSL-Regionalbüro, was auch immer das ist. Das ist irgendwie so ein Urlaubsreisebüro oder was? Weg. Einfach so. Eine Todeskralle. Habe ich die jetzt überhaupt damit getroffen, verdammt? Heute hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Oh, krass, wie schnell wir eine Todeskralle fertig haben. Ich habe aus Versehen Piper angeschossen. Tut mir leid, Piper. So, aber jetzt gehen wir mal zu diesem AADTSL-Büro-Dingens. Mylock-Eier. Okay, wieder neues Futter. Nehme ich auch gerne mit. Hier ist dieses Büro. Ja, die Waffe gefällt mir, wenn ich das noch nicht erwähnt habe. Regionalbüro. Klingt für mich irgendwie wie so ein Reisebüro. Weiß ich auch nicht warum. Weil das so einen komischen Namen hat. So, hier nehmen wir das Nötigste mit. Das heißt fast gar nichts. Ja, also gegen Raider ist die Waffe sehr gut, also gegen Menschen bisher, aber das sind ja bisher nur Plünderer. Mal gucken, wie es dann so bei einem Veteran ist oder so. Bei etwas stärkeren Raidern. Gefällt mir aber schon sehr gut die Waffe. Ich bin mal gespannt, was wir noch so Waffen finden werden in diesem Spiel. Klar, Fatman ist ja so mehr oder weniger ultimativ, aber halt auf lange Sicht gesehen braucht man ja auch irgendwie Schnellfeuerwaffen, sprich kleinere Waffen, um sich dann halt zu verteidigen. Dann ist dieses Monument. Aber nach und nach werden wir jetzt hier die Sachen erkunden. Dann gehen wir mal in das Regionalbüro rein und mal sehen, was wir dort finden werden. Ich bin mal gespannt. Woher wissen wir, dass ich nicht meine Arsch für eine leere Besenkammer
Okay. Das bedeutet also die Abkürzung. Alkohol, Tabak, Laser und sonstigen Kram. Und Raider sind wohl hier. Und ein Geschützturm schießt auf die. Was ganz gut ist, gerade für uns. Dann haben wir momentan, hoffe ich, doch ein bisschen Zeit. Also ist das eher hier so ein Lagerhaus, sprich Büro. Ich speichere mal. Das wären die zwei. Hier haben wir auf jeden Fall noch mehr Raider. Hier geht es nach unten. Ich will aber nicht irgendwie direkt nach unten, weil ich will mich erstmal hier oben ein bisschen umschauen. Okay. Geht's hier wirklich komplett nach unten? Ich will aber noch nicht nach unten. Das machen wir gleich. Auch wenn ich jetzt hier gerade zwei erledigt habe. Aber ich mag es immer nicht so. Ich mag immer erst eine Etage abschließen, bevor ich eins höher oder runter gehe. Was war das? Ich sehe dich. Danke, Piper, für die Ablenkung. Den haben wir es gezeigt. Boah, das Licht hier ist aber auch sehr grell. Ihr habt wegen nichts so einen Alarm gemacht. Ich kann nicht sehen. Sparta. Lieber verzieht Penny. Da draußen ist was. Nachschlaggefälle, was? Wir wussten einfach nicht, wann Schluss ist, oder? Was für eine Verschwendung. Level up. Nicht allein sein. Kampfhund. Schlechte Idee. Auf Nimmerwiedersehen. Jetzt aber mal langsam gut, Freunde, oder? Versucht die Waffe eigentlich mal im V-Modus. Ich kann dreimal damit schießen. Ja. Also dreimal damit schießen ist definitiv effektiver als mit der anderen Waffe, wo wir nur einmal schießen konnten. Kritisch? Doch, definitiv. Also da haben wir keinen Fehler gemacht, dass wir die Waffe genommen haben statt die andere. Die finde ich da sehr, sehr gut gemacht. So, jetzt sind wir hier mal das Nötigste mit. Ich glaube, wir haben jetzt hier schon mehr oder weniger schon alles leergeräumt, aus Versehen. Also nicht leergeräumt, sondern alles getötet, was wir hier so haben. Aber dabei wollte ich ja eigentlich nur Schritt für Schritt hier alles looten. Und habe dann hier Schritt für Schritt direkt alles auf einmal gekillt. Naja. Ist mir auch recht, dann erwartet uns am Ende keine Überraschung. Ach komm, das sind wir mit 97, ist ja noch im Rahmen von dem, was wir so haben möchten. So, Einsteiger. Das wär's. Wunderbar, das wär's. Ein verbesserter Safe. Vielleicht finden wir hier wirklich ja was Nettes. Ich habe auch hinten Protektor gesehen. Na gut, der bringt uns jetzt wenig. Den kann ich dann im Endeffekt sogar kaputt machen. Geschafft. Nehmen wir mal alles mit. Klebeband, Skalpell. Ich dachte schon, da kommt schon wieder die Meldung, dass ich überladen bin. Dann wäre ich aber echt langsam im Kreis gesprungen, verdammt. Piper, komm mal ein Stückchen hier rüber. Mann, ich wollte eigentlich das Screenshot machen, wie Piper da im Lichte steht, aber naja, sie will nicht so ganz, dann Pech gehabt. Das ist wohl das Geheimnis. Man hört es auch schon anhand der Musik. Verdammt. Das wäre wunderbar. Sehr schön. Zigaretten. Fatman. Geil, 45er Patronen, Alkohol, nicht gerade wenig, eine Mini-Atombombe, Stepboy und wir sind fertig! Detective Valentine, Nick, hör zu, es tut mir leid. Du hast jedes Recht, wütend zu sein, aber bitte glaub mir, ich hatte keine Ahnung davon. Operation Winter's Ende war mein Baby.
Ich habe daran geglaubt. Ich glaube noch immer daran. Sie haben uns alle belogen, auch mich. Ich wurde heute Nachmittag informiert, da haben sie mir alles erklärt. Die ganze Sache, Winter's Deal mit dem Staatsanwalt, seine Abmachung, die anderen Familien ans Messer zu liefern. Seine Idee, die Holobänder aufzunehmen und alle seine Partner zu belasten. Und dass sie eine echte Untersuchung mit einer echten Sonderkommission brauchten, damit es so aussieht, als stünde Winter im Fadenkreuz. Das alles gehört zu ihrem Plan, Nick. Wir können nichts mehr tun. Winter war ein Spitzel für die Typen aus Washington. Er hat direkt dem AADTSL Bericht erstattet. Ist alles in den Akten vermerkt. Für seine Zusammenarbeit bekommt Winter volle Immunität. Es ist vorbei. Operation Winters Ende hat sofort sämtliche Ermittlungen und Operationen einzustellen. Die Sonderkommission ist hiermit aufgelöst. Operation Winters Ende, Nick Valentine. Aber Nick, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Er ist ja ein Sint. War Nick mal Polizist oder hat irgendwie da ermittelt? Aber wie viele Jahre ist das schon her? Aber der ist doch vom Institut abgehauen oder wurde entsorgt vom Institut. Ich bin gerade dezent verwirrt. Ich weiß gerade nicht so recht. Das hier legen wir mal ab. Ich muss gerade mal nach den Werten schauen, weil wir schon wieder überladen sind. Kampfgewehr, das kann auch noch weg. Die behalten wir mal. So reicht es erstmal. Vielleicht werden wir ja nochmal von Nick was dazu hören. Weil so kann ich jetzt gerade, habe ich nur Fragezeichen im Gesicht. Weiß nicht so recht, was das mit Nick jetzt auf sich hat. Oder hat's. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder hat Nick uns belogen? Aber warum sollte er uns belügen? Er hat ja vom Institut geredet, dass er da mal ein Sint bei denen war und dann ausgemustert worden ist, weil altes Modell. Wenn ich das noch recht im Kopf habe. Fraglich, fraglich. Einsteiger. Verdammt. Cool. Na, so cool jetzt auch nicht, aber ganz in Ordnung. So, verbrannte Bücher brauchen wir überhaupt gar nicht. Super, Kleber, Keramikschale, Tischventilator. Aha, Pistolen und Patronen. Schusswaffen verursachen dauerhaft 5% mehr kritischen Schaden. Das kommt uns absolut zugute. Das öffnen wir jetzt auch mal. Experte. Na, komm schon. Jawohl. Ja. Schlüssel von für den Asservatenschrank. Interessant. Einsteiger öffnen wir mal. Und schauen mal rein, was hier so steht. Hier wurden ja die Sachen gelagert. Konfisziert. Hier ist es auch nicht. Ist ja gar nichts zum Ausklammern bisher. Wow, etwas wurde ausgeklammert, was wir eh schon als falsch markiert hatten. Ansonsten das hier noch. Hier nochmal Versuche wurden zurückgesetzt, dann kann es ja nur noch hier. Ja, dann ist ja. Es ja egal. Persönliche Aufzeichnungen. Aufzeichnungseintrag 28.09.77. Datei beschädigt. 3.10.77 beschädigt. 22.10.77. Ich werde langsam zu alt für den Job hier. Beim nächsten Möchtegern-Offizier, der unbedingt nach seinen eigenen Regeln spielen will, drehe ich durch. Wenn nicht gerade Releason wieder privates Eigentum zerstört, wirft sich dieser irre Gips in die Schusslinie. Jede Wette, dass mein Trupp an meinen Magengeschwür schuld ist. Wenn mich das Sodbrennen nicht umbringt, dann das ständige Rennen aufs Klo. Alt werden ist echt mies. Zum Glück sind es nur noch 3 Jahre bis zur Pension. Dann kann ich vielleicht mit dem Wohnmobil in den Wald fahren, eine Hütte mieten und endlich mein Buch zu Ende bringen.
Turmsteuerung deaktivieren. Da ist er eh schon kaputt. Safe-Steuerung. Schloss aktivieren. Ach ja, wir haben es eh schon offen. Naja, gut. Haben wir mal nachgeguckt. Piper ist mal wieder irgendwo und macht Urlaub. Ach, da ist er. Aufgepasst. Ja, ich sag dir Bescheid und zwar genau jetzt. Ich gebe dir nämlich jetzt mal Krempel, damit ich mal ein bisschen mehr... Nein, Loot nehmen kann. Molotov-Cocktail behalte ich auch mal lieber. Solange sie noch nicht die Fertigkeit hat, dass sie uns keinen Schaden macht, ist mir das zu riskant. So, ist das okay? Einfach Bescheid. Jo, hab ich ja gerade. Aha, eine provisorische Batterie. Ein Sturmfeuerzeug. Und nochmal ein Beweismittelterminal. Dann schauen wir auch hier mal rein. Fall 150H Winters Holoband-Aufzeichnung. Eddie Winter 00, Holoband 00. In Asservatenkammer des AADTSL-Schrank 04. Beweismittelterminal Eddie Winter. Mhm, okay. Winters Informantenaufzeichnungen. In letzter Zeit fragen Eddie Winters Jungs häufiger nach einer Jennifer Lance aus Südboston. Habe den Namen überprüft und herausgefunden, dass sie die Verlobte von Nick Valentine ist. Hä? Okay. Einem der für die Operation Winters Ende eingesetzten Detektiv. Bei Vorgesetzten schnelle Aufnahme der beiden ins Zeugenschutzprogramm oder zumindest in Kenntnissetzung über Gefahr beantragt. Allerdings wurde der Antrag abgelehnt. Die hohen Tiere wollen die laufenden AADTSL-Ermittlungen nicht gefährden. Frau Verlobte von Nick Valentine. Ich bin gerade echt verwirrt. Gillespies Aufzeichnung. Illegaler Handel. Aha, Asservatenkammer, Zigarettenschachteln. Ja, ja, alles gut. Macmillans Aufzeichnung, Alkoholschmuggel. Ja, das ist das, was wir wahrscheinlich alles gefunden haben. Blacks Aufzeichnung, Selbstmord. 10mm Pistole. Aha. Okay. Aber das mit Nick Valentine, das ist ein bisschen verwirrend. Vielleicht, wenn wir ihn das nächste Mal sehen, das war ja in Good Neighbor, müssen wir, wir müssen nach Good Neighbor, dann können wir mit ihm da... Mit dieser Dr. Amari, hieß sie so, Dr. Amari reden. Damit wir da weiterkommen bezüglich unseres Sohnes, dann können wir ihn ja vielleicht die Frage mal stellen, was denn hier eigentlich gottverdammt nochmal los ist. Warum sein Name hier so erwähnt wird. In polizeilichen Akten. Das war ja alles vor den Fall der Fall der Atombomben. War er vorher vielleicht ein richtiger menschlicher Synth und das ist alles, was übrig geblieben ist? Seine Außenhülle quasi? Aber die Synths gibt es doch erst seit der Nachkriegszeit. Hm. Ich bin verwirrt. Ich denke mal, wir werden alles noch herausfinden. Oder er hat einen Zwillingsbruder, aber das glaube ich ja eher nicht. Weil er ja nicht menschlich ist. Ja, nehmen wir mit hier vom Hund... So, was haben wir denn hier noch? Schlag eine Splittergranate und ein Kampfgewehr. Ansonsten, hier haben wir ja alles. Gut, dann können wir ja weiter runter, oder? Da ging es ja noch weiter. Verstellbarer Schraubenschlüssel. Wollt ihr nur die Dosen haben, verdammt. Handschellen. Ein weiteres Terminal, da guckt... Was war das jetzt? Verdammt. Das nervt mich ja jetzt. Was habe ich da jetzt aufgesammelt? Ich habe es nicht mitbekommen. Können wir das hier so irgendwie... Schlüssel, Holoband, Holoband, Holoband. Paladin Brandis Holoband. Schlachtfeld Holoband. Sergeant Rice. Sheila's Holoband. Ach Gott. Die Bücher muss ich dann auch mal wieder zurückbringen. Hm.
Tja, das ist natürlich jetzt fragwürdig, was ich jetzt hier eingesammelt habe. Ich weiß ja nicht, welches ich schon gehört habe, welches nicht. Die müssen wir sowieso nochmal chronologisch alle anhören. Ach, das hatten wir eh schon. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung. Das werden wir wohl nie wiederfinden. Vielleicht war das hier. Detective Valentine. Nick. Nein, das hatten wir schon. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. Leider werden wir das jetzt nicht erfahren. Verdammt, das ärgert mich jetzt so. Wieso das dann nicht angezeigt wird, so als neu, dass man das schon gelootet, also gerade frisch gelootet hat und dass das so extra markiert ist. Als neues Item im Inventar. Wieso habe ich jetzt immer noch unten da diesen Schriftzug da stehen? Detective Valentine. Ich lasse das mal eben laufen. Hör zu. Es tut mir leid. Du hast jedes Recht, wütend zu sein, aber bitte glaub mir. Weil unten stand die ganze Zeit der Schriftzug davon, als Untertitel. Das war gerade ein bisschen verbuggt. Ich glaube noch immer daran. Sie haben uns alle belogen, auch mich. Ich wurde heute Nachmittag informiert, da haben sie mir alles erklärt. Die ganze Sache. Winters Deal mit dem Staatsanwalt. Seine Abmachung, die anderen Familien ans Messer zu liefern. Seine Idee, die Holobänder aufzunehmen und alle seine Partner zu belasten. Und dass sie eine echte Untersuchung mit einer echten Sonderkommission brauchten, damit es so aussieht, als stünde Winter im Fadenkreuz. Ja. Das alles gehört zu ihrem Plan, Nick. Wir können nichts mehr tun. Winter war ein Spitzel. Oh, laber doch schneller. Er hat direkt dem AADTSL Bericht erstattet. Ist alles in den Akten vermerkt. Für seine Zusammenarbeit bekommt Winter volle Immunität. Es ist vorbei. Operation Winters Ende hat sofort sämtliche Ermittlungen und Operationen einzustellen. Die Sonderkommission ist hiermit aufgelöst. Wir haben unsere Rolle gespielt, Kumpel. War zwar nicht die Rolle, die wir erwartet hatten, aber sowas passiert eben. Jetzt sind wir nicht mehr als eine Kiste im Archiv. Nick, hör zu. Alles, was passiert ist, mit Winter, mit Jenny, kein Mensch sollte sowas durchmachen müssen. Du brauchst Hilfe. Das Boston PD hat mit den Eierköpfen vom CIT zusammengearbeitet. Irgendein neues Programm, das sie entwickelt haben, um Traumata zu behandeln. Gehirnwellen scannen oder sowas in der Art. Ich besorge dir die Kontaktdaten. Du meldest dich da. Das ist ein Befehl. Gehirnwellen? Kann es sein, dass die Erinnerung oder die Persönlichkeit von Nick Valentine dann... Also gut, dass ich das gerade nochmal gehört habe. Kann es sein, dass die Gehirnwellen von Nick, also seine Erinnerungen, auf den Synth übergegangen sind? Dass die vielleicht damals so Experimente... Das könnte es erklären. Dann hat das Ganze auch Sinn. Ich glaube, so war es, aber vielleicht erfahren wir da noch mehr drüber. Das ist ja doch sehr spannend, die Geschichte von Nick. Interessiert mich sehr. Jetzt aber Gefangener 2 AA. Ja, hallo? Name, Luke Paul Jackson. Status, Kaution bezahlt. Okay, das ist im Endeffekt gar nicht mal so spannend, oder? Datei beschädigt. Opie Horst. Kaution bezahlt. Jake Reds. Datei beschädigt. Okay, eigentlich gar nicht so spektakulär. Ich hätte gedacht, da wäre jetzt mehr zu erfahren. Aber naja, kann ja nicht immer so mega spannend sein. Traumbeugarn. Ventilator. Ordner. Okay, okay. Aber das hier ist wirklich sehr interessant von der ganzen Geschichte her mit Nick Valentine. Ich hätte gedacht, Nick ist einfach nur so ein ehemaliger Synth und fertig. Aber dass der dann noch so irgendwie so eine bestimmte Persönlichkeit hat von damals eventuell... Das ist jetzt dann doch überraschend. Da bin ich mal gespannt, ob wir da noch mehr erfahren können. Ich hoffe, das Zeug ist Staub. Was soll es denn sonst sein, Liebes? So. Ich frage mich mal, wann wir mit ihrer Geschichte weiter fortfahren können. Wir dürften ja mittlerweile ganz gut mit ihr stehen. Wir können ja gleich mal mit ihr reden. Vielleicht geht es da mit ihrer Story auch vielleicht ein bisschen voran. Ich will versuchen, dass wir jeden Begleiter so mal mit ihm dann seine Story gemacht haben. Gibt ja so ein gewisses Quest-Prinzip dann bei jedem Charakter, wenn ich das richtig verstanden habe.
Bei Preston haben wir es ja, glaube ich, schon gemacht. Bei Kate ja sowieso. Bei Kate haben wir ja die Entgiftung gemacht. Und dann hat sie sich ja unsterblich in uns verliebt. Bin durch. Protektor-Steuerung. Ah, komm, aktivieren. Was soll's? So. Dann haben wir hier noch den, aber der hat auch wahrscheinlich nichts Interessantes. Gut, dann sind wir hier fertig. AADTSL-Gebäude ist erledigt. Hier die Vase noch und dann ciao. Cool. Also, ich hätte gedacht, das wäre so hier so ein Reisebüro oder so. Aber dass das dann hier quasi so ein Lagerraum ist für konfiszierte Dinge, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Und vor allem, dass hier so Hauptstory mit drin ist. Also für mich ist das Hauptstory, dass halt ein wichtiger Charakter vom Spiel hier so erwähnt wird. Und wir wahrscheinlich diesbezüglich noch einiges erfahren werden. Finde ich sehr interessant. Freut mich, dass wir das hier miterlebt haben. Und wäre echt schade, wenn wir jetzt hier keine Quest bekommen würden, dass man hier hin müsste. Weil man würde ja schon erheblich etwas verpassen. Wir könnten jetzt weiter nach links gehen, aber ich gehe jetzt erstmal zu diesem Gebäude da in dieser Richtung. Dass wir das dann abklappern. Und dann halt weiter in Richtung linke Seite Küste. Supermutanten. Mass Chemical. Dann gehen wir hier mal rein. Hier sind also Supermutanten. Terminal Einsteiger. Dann wollen wir doch mal. Natürlich wurde jetzt das da oben ausgeklammert. Versuche wurden zurückgesetzt, dann machen wir es direkt so. Protektor-Steuerung, Einheit aktivieren. Aktivierung, Protektor zu Diensten. Es ist aber sehr still hier, ansonsten. Vielleicht auch nur eine trügerische Stille. Wer weiß... Splittergranaten, sehr gut. Oh, ich bin schon wieder überladen. Oh. Nicht so ganz gesunde Fässer. Warte mal, wie geht's uns denn? Uns geht's eigentlich hervorragend. Wir sind überladen, ich hasse es. Aufgepasst. Piper. Was gibt's denn? Handeln. Kannst du noch was nehmen? Ja, sie kann noch was nehmen. Ich gebe ihr jetzt doch mal den Molotow-Cocktail. Ach, mehr kann sie jetzt nicht mehr nehmen. Na super. Bergbauhelm aber noch. Und das geht auch nicht mehr. Schade. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Ausnahmsweise schieße ich die jetzt nicht kaputt. Scharfschutzgewehr ist meistens immer sehr wertvoll vom Wert. Mal sehen, was erwartet uns jetzt hier auf dem Dach. Ich habe auf jeden Fall Supermutanten gehört. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich mit sehr vielen Supermutanten zu tun haben hier in der Umgebung. Die sind ja nie alleine. Nicht, dass ich wüsste, dass ich jemals einen Supermutanten alleine gesehen hätte. Aber am schlimmsten sind ja die, die sich selbst in die Luft jagen. Ich hätte speichern sollen. Wenn sie sich zu erkennen. Eindringling. Hast du das gesehen? Was? Das wäre ein guter Kampf. Jemand da? Beginne Angriff auf feindliche Ziele. Was zum Teufel? Oh, wo sind wir denn hier reingeraten? Ich habe ja befürchtet, dass hier viele Supermutanten sind, aber dass hier so viele sind,
ein ganzes Hochhaus bzw. eine Hochhausbaustelle voller Supermutanten. Oh. Offenbar waren sie schlau und okay. Ich dich hören. Mensch, Hitler! Sorry. Er hätte wahrscheinlich etwas sehr Produktives gesagt. Wie man es halt von den Supermutanten kennt. Unter uns soll etwas sein. Aber allein schon das hier, das sieht ja auch so krass aus, ne? Da sind ja noch viel mehr. Ich dachte schon, ich treffe den die ganze Zeit nicht. Da sind ja noch mehr. Zeigt euch. Und raus kommt raus. Immerhin treffe ich ihn so. Flo, wir haben Gesellschaft. Wo denn? Ich sehe ja nur den einen. Sehr gut, durch das kleine Mini-Fenster habe ich ihn die ganze Zeit getroffen. Ich weiß nicht, das hört sich nach einem Geschütz an. Ich sehe es aber nicht. Ich loot jetzt hier erstmal, verdammt, bevor ich hier gar nicht zu irgendwas komme. Ach, wir werden jetzt eh total überladen sein, dann kann ich hier auch mal eben... Okay. Also eine riesen Baustelle. Ein Hochhaus sollte hier gebaut werden und hier ist das Hauptquartier, eines der Hauptquartiere von den Supermutanten. Die haben ja sowieso immer 10.000 Hauptquartiere. Ah. Darauf hatte sie also geschossen. Irgendwo hier soll noch was sein. In diesem Haus hier waren wir gerade eben. Noch zusammenbrichst. Ja, du kannst ja nichts mehr nehmen. Das ist ja das Problem. Aber nett von dir. Wenn du doch was nehmen könntest, wäre ich da gerne drauf zurückgekommen. Aber leider wissen wir beide, dass das nicht möglich ist. Und von daher werde ich jetzt hier erstmal ein bisschen Loot reinschmeißen. Dass wir jetzt hier erstmal in Ruhe looten können. Weil so geht das ja gerade nicht. Das würde jetzt hier Ewigkeiten dauern. Ich schmeiße hier mal eben alles rein, dass ich so unter 250 komme. Dass ich hier auch mal das ganze Hochhaus da leer looten kann, wenn ich das überhaupt schaffe. Ach komm, ich schmeiße jetzt einfach hier mal alles rein. Also alles hier am Metallschrott, an Schrott. Na, komm schon. Zack, 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 zack. So. Sehr gut, dann können wir jetzt mal eben schnell looten. Dann nehme ich aber auch jetzt alles mit, ohne zu gucken. Baustellen, Lagerhaus. Ach, nochmal ein extra Gebäude, verdammt. Ob wir das jetzt hier noch alles schaffen werden, ist die Frage. Ich weiß nicht, wie riesig. Magst du sie groß und dumm. Echt wacker geschlagen, Blue. Danke, Red. Sehr nett von dir, Red. Wie sie mich immer Blue nennt. Wegen dem blauen Vault-Anzug. Ich nenne sie Red wegen ihrer roten, Zeitungsträger, Uniform, Kostüm, keine Ahnung, Kleidung. Wegen ihrer roten Reporterkleidung, so rum. Ganz einfach. Gleichberechtigung. Heutzutage sind ja immer alle gleichberechtigt, ob Mann und Frau. Dann herrscht da jetzt auch Gleichberechtigung. Ich bin Blue, sie ist Red. Wir sind das Blue-Red-Team. Und sorgen für Ordnung im Commonwealth. Und vor allem jetzt erstmal sorgen wir für Ordnung hier gegen die bösen, bösen Supermutanten. Wenn der Ladebildschirm vorbei ist und wir das Hochhaus relativ schnell hoffentlich looten können? Fragezeichen. Wenn wir überhaupt jetzt aus dem Ladebildschirm kommen.
der jetzt zu Ende ist. Jawohl. So, da wollen wir mal. Er hat bestimmt schon Verstärkung gerufen. Kann uns aber egal sein. Wir looten uns hier munter durch die Gegend. Wir gehen natürlich jetzt gleich auch in das Hochhaus rein. Aber erstmal so ein bisschen drumherum schauen. Da haben wir nichts. Hier so eine kleine... Natürlich, jetzt sind da hinten auch noch Raider. Aber damit beschäftigen wir uns jetzt absolut nicht. Eins nach dem anderen. Zugekettet. Von der anderen Seite kommen wir nur von innen rein. Wieso schlägt das jetzt so ein bisschen nach? Das ist ein bisschen nervig gerade. Geschützturm war hier direkt in der Eingangshalle. Aber hier dürfte ja nicht so viel zu looten sein. Das Gebäude wurde ja nie fertiggestellt. Hier ist auch alles ziemlich leer. Kommen wir so? Ja, so kommen wir in den Keller. Hoch kommen wir nicht. Ich hoffe, hier lohnt sich das auch. Ah, guck mal da. Nehmen wir alles mit. Birnpilze auch. So, und jetzt nach oben. Das schliert so ein bisschen, ne? Warum? Ich weiß es nicht. Unter uns soll ein Gegner sein. Och, das ist mir aber jetzt relativ egal. Gut, das schliert aber immer weiter hier. Und wir haben ein Problem. Es wird wohl noch sehr viel weiter hier gehen. Ich sehe noch viel mehr Gegner auf dem Radar. Von daher werde ich jetzt erstmal diese Folge hier beenden. Wir werden in der nächsten Folge dann weitersehen hier im Hochhaus. Ist zwar ein bisschen ein anderes Ende jetzt mal, aber ich glaube, das dauert zu lange. Da überlasse ich dann den Zukunfts-X-Stream, weil, ja... Wir haben jetzt erstmal genug Folgen in dieser Aufnahmesession gemacht. Ich denke mal, der Zukunfts-X-Stream freut sich, hier einfach mitten ins Geschehen reingeschmissen zu werden, überladen mit unten dem Zeug da unten. Aber ich denke mal, ihr kriegt es hin. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns übermorgen wieder in einer neuen Folge. Und bis dahin, tschüss.